So, gut, wenn wir eh einen Skip machen, dann ist es wahrscheinlich egal, ob ich jetzt Pre-Incut ziehe. Ich ziehe sie jetzt fürs bessere Gefühl einfach trotzdem. Ja. Aber sie wollen quasi durchskippen. Hab ich jetzt den Trank eigentlich? Ja, doch, den habe ich. Also ich werde ihn wahrscheinlich gar nicht brauchen. Ich ziehe lieber den Trank. I don't know. Nicht, dass die doch irgendwie Stealth sehen, ne? Schaffen die das? Okay, das Pack geht gut runter. Ich hab noch meinen Desorientieren, ich spare mir das extra auf. So, die haben wir rausgekickt, das waren... Ah, nice. Hä, warte mal, wer kann noch kicken? Einer der skrupelloseren wo läuft der Hunter hin? Lass erst den Mob machen. Bei dem Mob war das jetzt tatsächlich risky, weil der übelst 300 Schaden, erster im Schaden hier mit meinem Convoke. Gut, ich sag mal, vielleicht wäre es besser gewesen, das oben für die ätzenden Mobs aufzuheben, ne, aber wir haben auch einen Hunter, wir können alle Tormentor quasi uns holen. Schauen. Und ja, ich habe mich ja vorhin wegen den Preisen von dem Invisible-Trank da aufgeregt. Auch wenn du viel Kohle hast, schaust du drauf, was kostet. Weil wenn du dann alles immer instant raushaust, dann hast du bald nichts mehr, ne? Also ich bin da bei sowas tatsächlich auch ein bisschen knausrig. Ich kaufe mir zwar dann schon so Sachen, aber ich denke mir so, okay, ist schon ein bisschen teuer. Muss ja nicht unbedingt sein. Jämmerliche Kreaturen verehren Äste und Blätter. Die Natur muss beherrscht werden. Unterworfen. Ich habe jetzt bilderweise für die gar nichts, ne? Und mit, ach komm! Ich habe doch extra... Hat er released? Oh boy! Er schreibt, why did I release? I'm an idiot. Kommt er nicht mehr durch. Ich mache einen Totenkopf drauf, dass er... Und er burstet auf den anderen rein. Der DH, ne? Hütet euch. 17 Stacks. Der kommt halt jetzt so nicht durch, ne? Kann ich nochmal convoken? Hütet euch. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Hütet euch. Hütet euch. Ist noch nicht bereit. Ach komm. Immer
Ist halt jetzt ein bisschen ärgerlich, ne? Weil hier ist der Timer halt relativ eng. Hier, der Hunter holt den anderen. Perfekt. Mal reizen wir es ein bisschen aus und bleiben länger stehen. Okay, jetzt gehe ich raus. Ein Ticken länger hätte ich sogar noch. Hunter hätte eigentlich schon früher rübergehen können. Besser kann mit seinem Pet das durch die Wand pullen. Dann hast du für den ersten Boss dann noch ein bisschen... Hat mir sogar hochgeschossen. Ein großes Übel weilt in der Nähe. Vertreibt es schnell. Nee, ich spare mir die Convoke. Die brauche ich wahrscheinlich gleich. Wir müssen halt am Ende scheiß viel Trash machen, ne? Weil wir da am Anfang jetzt diese komische Geskippe gemacht haben. Aber es ist schon angenehmer, weil im Endeffekt, du hast hier in der Instanz am Anfang ein paar Trash-Packs, die ätzend sind, ne? Und danach ist eigentlich fast jeder Trash trivial in der Instanz. Also die allermeisten, die können dann halt so gut wie gar nichts. Gut gekämpft. Nehmt nun seine Macht an euch. Zermalmt diese Insekten! Ich hoffe, wir haben Leute, die okay, der DH hat gekickt. Ihr tut, was ich sage! Ihr müsst durchhalten. Ich muss näher ran. Jetzt muss ich halt nochmal reinchargen, dass ich ihn halt interrupten kann, ne? Kann ich ihn jetzt halt aus der Fläche rausziehen. Das ist immer kacke, dass ich dann so blöd rancharge. Jetzt haben wir eh gleich gefeiert. Ah, ich werde voll in die Ding reingefeiert. Also wenn der hier auf Boss-Buff ist, ne? Und da so ein Cast durchkommt, dann hast du für richtig gelitten. Bringen wir jetzt aber gerade nicht so viel Schaden drauf. Wir müssen zwei Phasen spielen, schade. Jetzt ehrlich gedacht, dass wir mehr... Wir können es jetzt noch probieren, ne? Aber... Noch kriegt er halt nicht verringerten Schaden. Gut, swappen. Ich habe irgendwie gedacht, dass wir mehr Damage haben. Also AE hatten wir ganz gut was. Die werden wahrscheinlich alle eher AE-Skillung haben als Single Target. Bisschen was hat gefehlt, dann hätte man vielleicht in einer Phase gekriegt. Ich zerbreche euch in Splitter. Aber schau mal, ich war Zweiter im Schaden sogar mit 10k DPS. Ich habe meine Convoke da voll reingelatzt, ne? Hurra! Mehr Freunde zum Spielen! Kommt nur! Naja, er pullt hier mit, ne? Ist noch nicht bereit. Pulling schreibt er, okay, passt. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Lädt immer noch auf. Muss ich halt bloß gucken, jetzt muss man dann auf jeden Fall nach Kiten gehen. Ich hau jetzt eine Convoke rein und dann, danach gehe ich flitzen. Ja.
Jetzt, also ich bin, ne, ich bin komplett voll mit dem Leben. Also vielleicht hätte ich auch drin stehen bleiben können. Aber jetzt gehen wir mal auf Nummer sicher. Okay, passt. Wie ist denn der Hunter jetzt gestorben? Ist der an dem AE verreckt? Oh boy. So, Aggro hatte ich von allem. Muss so ein Cast durchgegangen sein. Ich bin außer Reichweite. Hat keiner das Minigame gespielt, oder? Ich glaube, da hat keiner das Minigame gespielt. Ich hoffe, einer hat's Add-on, ne? Ich wollte mir das mal holen, aber irgendwie... Solution Leaf. Das Ding ist broken. Das Schöne ist, dass es auf höheren Keys auch nicht wirklich klappt, ne? Na, jetzt kann ich sie nicht kicken, ne? Wenn es gestunt sind. Gut, der ist rausgecharged. Das ist jetzt schon mal. Das ist perfekt gelaufen für uns. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Okay, der hat. Diesmal hat der Heiler das rausgesucht. Ah, ich habe 16k reingeburstet. Habt ihr das gesehen hier? Eule. Erst im Schaden. Gut, das bricht jetzt halt ein, ne? Also eine große Convoke da mal reinzuhauen, bringt schon was. Also immer eh, klar, dann ist es, wenn ich es in Bären ziehe, bin ich auch nur einigermaßen defensiv dadurch. Aber, naja. Im Ding ist natürlich halt schön stark im Single-Target, ne? Bei den Bossen, den Tormentor-Kollegen und halt bei sowas macht es halt Sinn. Warte mal. Oh, ich krieg schon 60% mehr Schaden. Der wird mich jetzt irgendwann ziemlich wegdrücken. Muss ich das avoiden? Nee, oder? Oh nein, bitte. Okay, er hat's nicht mehr durchgekriegt. Ich habe kein Ziel. What the? Okay. Da lief jetzt alles. Fuck. Wall ist raus. Was zur Hölle? Haben mich die gerade weggedrückt? Ja, okay. Das hilft nichts. Ich muss leider... Ich hab zu sehr gestackt. Ich dachte, ich kann durchziehen, aber ich muss früher rauslaufen. Witzig ist schon ein bisschen zu... Ich glaube, der Heiler hat mir eine Hand auflegen gegangen, ist komplett verpufft, ne? Bei 40 Stacks kriegst du, weiß ich nicht, fast gar nichts mehr. Ich bin da ein bisschen zu greedy. Fuck, ich wäre fast reingelaufen. Das wäre jetzt bitter gewesen. Was der Hunter macht? 48.000 DPS? Was zur... Der hat bestimmt den Legendary-Bogen. Ich denke mir, also bei so Gruppendingern zerfickt's halt einfach die Gruppe instant hier. Und beim Boss machen wir ewig rum, obwohl wir keinen Boss-Buff haben, ne? Der hat bestimmt den Legendary-Bogen und ratzt deswegen so krassen Damage raus.
Mal weiter hier, oder? Ja. Da habe ich halt leider keinen Single-Target-Convoke für den Boss. Heiler-Mana. Ach, der Heiler ist unten. Ups. Ja gut, wird schon passen. Wir haben halt jetzt erst, ne? 50% Trash, ne? Also ich habe das noch nie so gespielt. Wir müssen wahrscheinlich jetzt sau viele von den Viechern mitnehmen. Wo spawnt er? Okay, der spawnt hinten. Perfekt. Also mir wurde gesagt, wenn du einen Legendary-Bogen hast, dann machst du extrem viel AE-Schaden. Oder kannst potenziell relativ viel AE-Schaden machen. Welches ist es? Das ist hier quasi das Blatt, ne? Also dafür, dass es halt Dings Buff ist, machen wir erstaunlich lang bei den Bossen rum. Bald kann ich wieder convoken. Ist jetzt halt die Frage, wenn so ein Viech da ist und ich convoke, dann hole ich es sicher raus, ne? Hütet euch. Das ist halt jetzt blöd. Eigentlich würde ich jetzt halt... Ja gut, in der Zwischenphase brauche ich auch nicht. Das ist nur eins nicht ausgemalt. Ich muss jetzt bloß gucken, ich muss gleich wieder kommt's klatschen. Ich muss das Klatschen abwarten und dann... Dann muss ich convoken. Das war jetzt gut, weil hier hast du ein ziemlich kleines Fenster. Es darf quasi kein Viech da sein, es darf nicht die Zwischenphase sein. Und ich darf nicht convoken, während das Klatschen kommt, weil das kann nur ich interrupten. Das wusste ich am Anfang tatsächlich nicht, ne? Ich dachte, hey, warum tun denn die anderen nicht rein interrupten? Und so habe ich mir gedacht, aber das ist eine reine Tankmechanik. Und wenn du die failst, dann bist du desorientiert. Und dann, fuck, wir kriegen es halt nochmal. 5%, das ist saubitter. Muss ich da nochmal safe machen? Ja, es ist das Blatt hier, wo ich eh schon bin. Ich will mit euch spielen. War jetzt knapp. Hütet euch. Fuck, der... Jetzt hätte ich fast gesagt, der Dino kommt hier rein, der Fuchs. Ich brauche ein Ziel. Der Fuchs! So habe ich lange du hast die Gans gestohlen. Das Convoke greift das Target dann nicht an. Wenn der CC'd ist, bist du dir sicher? Das ist... Oh, okay. Kein Nebel mehr. Hey, das sieht komisch aus. Ganz und gar nicht richtig. Hier verdichtet sich die dunkle Magie des Lunds. Lasst ihre Quelle versiegen. Die Balance muss wieder her. Ach nein, ich habe zu spät gekickt. Wir haben ein Schild drauf. Der Hunter schreibt, der hat CDs, ich soll pullen und er steht halt in dem Frostbeam drin. Wo ist er denn? Oh boy. Jetzt haben wir beide gekickt. Also die kannst du hier auf jeden Fall zusammenpullen, ne? Das habe ich halt 25 Stacks. Das ist halt suboptimal. Jetzt sollte langsam mal was fallen, sonst kriegen wir Problemas. Ich convoke jetzt. Der Heiler ist tot. Jetzt muss ich leider weg. Fuck, ich kann halt nicht kiten, wenn ich so geslowt bin. Die Kreatur ist tot. Nehmt nun ihre Macht an euch. Ihr seht, das ist natürlich kacke. Ich kann halt nicht kiten, wenn ich 50% geslowt bin. Also ich glaube, der Pull hat uns jetzt nicht sonderlich viel gebracht, ne? Das hier ist eigentlich alles Rotze.
Hier muss ich auf jeden Fall flitzen gehen. Das ist halt saublöd, deswegen meine ich, du kannst halt schlecht große Puls machen, wenn du mit Ding halt dann instant weglaufen musst, ne? Wegen Necrotic. Na komm raus, du blöde Viech. Blödes Viech, echt. Ich kann halt auch nicht Chain pullen, weil der Necrotic Buff muss immer wieder runter. Lädt immer noch auf. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Fuck, jetzt sind die da im... Da war so ein Vulkan. Ich muss näher ran. Solange Inka läuft, kann ich halt stehen bleiben. Ich hab 77 Stacks, ne? Seht ihr das? 80 Stacks, ich krieg 164% weniger Heilung. Der Inka ist halt so der Cheat-Mode, ne? Solange ich Inka hab, juckt es halt nicht, weil die ganze auf 100%, ne? Lädt immer noch auf. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Brauchen halt nur einen Haufen Prozente. Blöderweise. Ah, fuck. Der hat geschrieben, ein Pack first wegen CDs und ich hab's zu spät gesehen, hab schon gepullt. Ich bin außer Reichweite. Schmerz. Schmerz. Hab ich schon gesagt, ich den Boss hier hasse. Ist noch nicht bereit. Na ja gut, wir haben jetzt nur 5 Minuten, ne? Der Boss dauert bestimmt noch 2 und dann brauchen wir aber noch mehr als 20%. I don't know. Naja, das wird wahrscheinlich zu knapp. Also 20% Trash, da musst du schon... Hütet euch. Fuck, die sind alle zusammen. Kann ich die Kleinen nicht mehr interrupten? Ich hasse diesen Boss. Mann, der hat auch so viel Life. Und das war mein erster höherer Key in der Season. Ich glaube, ja, gleich am ersten Tag, wo die Season begonnen hat. Und da war es dann so.
dass wir hier gewiped sind und dann ist die Instanz verbuggt. Seitdem kann ich den schon mal gar nicht mehr leiden. Fuck. Alle stehen alle zusammen. Ich spare jetzt die Inka auf. Ich kann jede eurer Bütet euch. 4 Minuten haben wir danach noch. Ich weiß halt nicht, was man da hinten pullen kann und was nicht. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Brauchen die Flattertypen noch dazu. Aber da hinten sind noch mehr solche Shitviecher. Ah, ich muss dann gleich einmal resetten. Kann ich einmal... Okay, ich habe jetzt einmal so resettet. Dann ziehen wir den nämlich jetzt in die anderen rein. Dieser DH mit seiner komischen Shitfläche da. Fuck. Kicken, kicken. Oh boy. Das war aber close as fuck. Ja, ich muss jetzt leider ein bisschen flitzen gehen. Okay. Fuck, den kickt keiner. Ich muss den jetzt leider ein bisschen wegziehen. Das ist so, ne? Ich könnte so viel zusammenpullen, wenn wir nicht fucking Necrotic drauf hätten, ne? Ich brauche ein Ziel. Das reicht nicht, oder? Ist hier noch irgendwas? Die hier pulli noch dazu. Ich bin außer Reichweite. Ist noch nicht bereit. Ich glaube, mit dem Pack müsste es eigentlich reichen dann. Ja, ich muss leider raus. Konnte sie halt nicht interrupten. Ich hoffe, die reichen, aber das müsste eigentlich 7%, das waren jetzt viele Mobs. Kann ich nochmal inkern? Wir haben noch... Also ich hoffe, dass das... Aber doch, das, die bringen alle 1%, oder? Es darf bloß keiner sterben. Nice! Nochmal ein Key fertig auf 20. Sehr schön! Hat tatsächlich funktioniert, Leute. Hat 6 Punkte gebracht. Wunderbarst! Schauen wir mal, was wir rauskriegen. Handgelenke, die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. So. Jetzt sind es dann nur noch 2 Keys, die ich brauche, ne? Spitzen und Hallen. Mal schauen, ob ich die dann auch noch die Tage hinkriege. Ich muss ja jetzt noch einen Key auf jeden Fall laufen die Woche. Na, mal schauen. Gut, für die Aufnahme soll es das gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.